Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und Fraktion Bündnis 90 die Grünen, zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wer bringt das ein? Frau Kollegin Ravensburg. Bitte, Frau Kollegin Ravensburg, Sie haben das Wort. 5 Minuten Redezeit. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bringe noch eine gute Nachricht zum späten Abend. Die Schülerinnen und Schüler der Gesundheitsfachberufe zahlen ab kommenden Schuljahr kein Schulgeld mehr in Hessen. Kein Schüler und keine Schülerin müssen sich mehr verschulden, um beispielsweise Physiotherapeut in Hessen zu werden. Dazu bringen wir heute einen Gesetzentwurf ein, der die Schulfreiheit für unsere Gesundheitsfachkräfte in Hessen sicherstellen wird, und zwar zum kommenden Schuljahr, wie ich gesagt habe. Das umfasst alle 8 Gesundheitsberufe, die in Hessen ausgebildet werden. Das sind die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, die Logopäden, Diätassistenten, die Ortoptiker, die MTAs, die PTAs und schließlich die Podologen. Wir handeln hier im Vorgriff auf eine bundeseinheitliche Regelung, an der gegenwärtig die Bund-Länder-Arbeitsgruppe arbeitet. Damit wir die Schulgeldfreiheit aber bereits ab kommenden Schuljahr sicherstellen können, müssen wir jetzt handeln. Und das tun wir. Technisch ergänzen wir die Verordnungsermächtigung im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst um die Übernahme des Schulgeldes durch das Land. Und damit wird die Landesregierung ermächtigt, per Rechtsverordnung die Schulgeldfreiheit zu schaffen. Zudem haben wir bereits die finanziellen Mittel im Haushalt 2020 verankert. Wir beginnen in diesem Schuljahr mit 1,5 Millionen €, und das wächst auf bis zu 5 Millionen €. Wir geben heute allen jungen Menschen, die sich für einen dieser spannenden und nachgefragten Gesundheitsberufe interessieren, das Signal, dass sie in Hessen eben kein Schulgeld mehr zahlen müssen. Und ich finde, das ist auch ein gutes Signal für die privaten Gesundheitsfachschulen, die nicht mit einer Klinik verbunden sind. Und das sind von den 41 hessischen Schulen allein 20. Sie hatten bisher einen Wettbewerbsnachteil, weil die an den Krankenhäusern befindlichen Schulen eben kein Schulgeld erheben müssen, da sie über das Krankenhausfinanzierungsgesetz ihre Mittel bekommen, während die Privatschulen sich aus dem Schulgeld finanzieren mussten. Unser Gesetz ist ebenso ein gutes Signal für die Patientinnen und Patientinnen, die auf diese Therapeuten und ihre wichtige Arbeit angewiesen sind, beispielsweise um Operationen zu vermeiden oder gerade auch um nach Operationen wieder fit zu werden. Jeder, der diese Gesundheitsfachberufe einmal in Anspruch genommen hat oder sich hat von einer PTA beraten lassen, der weiß, wie dringend und welche gute Arbeit sie in den Arztpraxen, in den Apotheken, aber auch in ihren eigenen Tätigkeiten in der Rehabilitation leisten. Abschließend möchte ich noch einmal unsere Ziele darstellen, die wir an diesen Gesetzentwurf knüpfen. Wir wollen eine Gleichbehandlung für alle hessischen Schüler, egal welche Gesundheitsfachschule sie besuchen. Wir wollen die Schulgeldfreiheit an allen hessischen Gesundheitsfachschulen schaffen. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Schulen wegen der ungleichen Finanzierungsstruktur nicht in finanzielle Schieflage geraten und dann Ausbildungskapazitäten in Hessen wegbrechen würden. Und wir erwarten von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, dass die Gesundheitsfachberufe modernisiert werden und baldmöglichst eine bundeseinheitliche Regelung zur Finanzierung und zur Modernisierung aus der Ausbildung umgesetzt wird. Und durch die Schulgeldfreiheit können die Gesundheitsfachschulen in Hessen in Zukunft ein noch attraktiveres Schulangebot für die 8 Gesundheitsberufe anbieten. Ein wichtiger Schritt, auch um unseren zukünftigen Fachkräftebedarf hier in Hessen zu decken.
Und es ist uns ein besonderes Anliegen, den Therapeuten und deren Verbänden, die vielfach das Gespräch mit uns gesucht haben, heute zu signalisieren, wir warten nicht mehr auf den Bund, sondern wir setzen die Schulgeldfreiheit jetzt um. Wir beseitigen die zu Recht als Ungerechtigkeit empfundene Ungleichheit zwischen den von dem Krankenhausfinanzierungsgesetz begünstigten Schulen und denen, die sich aus Schulgeld finanzieren müssen. Also ein gutes Gesetz, und wir freuen uns auf die Beratung. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht. Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist die Kollegin Dr. Sommer für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Situation der Heilmittelerbringer bzw. Gesundheitsberufe in Deutschland ist mehr als schlecht im internationalen, aber auch im nationalen Vergleich. Hessen ist nicht vorn, sondern hat eine unterdurchschnittliche Versorgungsquote. Wir haben genug Patienten in einer älter werdenden Gesellschaft, und uns fehlen Therapeuten. Und wir müssen endlich handeln und gegensteuern. Das haben wir als SPD und als Oppositionsfraktion immer wieder deutlich gemacht, meine Damen und Herren. Bisher kostet die Ausbildung in Hessen. Das Land hat aber die Verantwortung auf die Kassen oder den Bund abgeschoben, obwohl der Minister bereits im Juni in der Plenardebatte berichtete, dass der Bund die Schulgeldfreiheit zunächst durch Bundesmittel oder Mittel der Sozialversicherung ablehne, ist nichts passiert. Der Minister sagte, es sei in dem finanzstarken Hessen finanzpolitisch nicht möglich, selbst zu handeln. Und so regte sich in Hessen lange Zeit nichts. Die Landesregierung war tatenlos. Meine Damen und Herren, das Land hat Verantwortung für die Daseinsvorsorge. Da können Sie sich nicht ständig wegducken und tatenlos bleiben. Tatenlos waren aber nicht die Therapeuten am Limit, der Bundes- und Landesverband, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, der VdK, die Schulen, die Auszubildenden der Heil- und Gesundheitsberufe. Die Aktion nahm Sie nicht zum Anlass, zu handeln. Wir haben uns den Berufsgruppen angeschlossen bei Veranstaltungen, Demonstrationen und Podiumsdiskussionen. Im September hatten Sie dann die Chance, die Schulgeldfreiheit zu unterstützen. Aber nein, Sie lehnten den Antrag von Linksfraktion und uns ab. Wir haben bereits im Juni einen Zeitplan und die notwendige Finanzierung gefordert. Sollte die Bund-Länder-Gruppe keine anderweitigen Finanzierungsbeschlüsse fassen, auch das, meine Damen und Herren, lehnten Sie ab. Dass die Koalition in Hessen endlich Einsicht zeigt und die SPD-Forderungen letztlich umsetzt, ist gemeinsamer Erfolg von allen, die mit uns hartnäckig für die Schulgeldfreiheit gekämpft haben, meine Damen und Herren. Die Kehrtwende von CDU und Grünen überrascht uns, aber freut uns natürlich auch, zumal, wie gesagt, im Juni und im September die Meinung hier noch ganz anders war und alles auf den Bund geschoben wurde. Durch die bisherige Erhebung von Schulgeldern mussten viele ins Berufsleben mit hohen Schulden starten. Viele haben Hessen verlassen, weil eben nicht die gleichen Grundvoraussetzungen waren, andere Bundesländer schon längst die Schulgeldfreiheit hatten. Und das war eben bislang in Hessen nicht so. Wir sind sehr gespannt auf die Gesetzeslesung und haben noch einige Fragen. Das Ausbildungsjahr 22 ist nicht aufgeführt. Wollen Sie das aussparen, oder ist das ein Fehler in der Drucksache? Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, wie viele Auszubildende können in welcher Form von Ihrem Vorschlag profitieren. Denn der genannte finanzielle Rahmen von 5 Millionen € im Vollaufwuchs bedeutet bei zugrunde gelegter Annahme von 21 Schulen in privater Trägerschaft Folgendes. 22 befinden sich 60 Ausbildungsjahrgänge in den gesundheitsfachberufenden Ausbildung. Bei gleichmäßiger Verteilung mit diesen Mitteln könnte jede der Schulen je nach Inhalt der Verordnung und Rechenmodelle zwischen 10 und 14 Schülerinnen pro Ausbildungsjahrgang schulgeldfrei ausbilden. Das ergebe bei 21 Schulen zwischen 210 und 294 Berufsanfängern in den benannten Berufsgruppen. Das ist deutlich weniger, meine Damen und Herren, als heute bereits ausgebildet werden. Das heißt, der Ansatz reicht bei weitem nicht aus, um dem Fachkräfteengpass wirksam zu begegnen. Und wer rechnen kann, und da möchte ich nur an die Zahlen vom Medizinstudium, die realistisch sind, auch erinnern. Das ist hier noch einmal infrage zu stellen. Wichtig
ist auf jeden Fall zu wissen, welche konkreten Inhalte in der Rechtsverordnung angedacht sind. Eins ist aber klar. Wir haben lange warten müssen, und es musste etwas passieren. Wir freuen uns mit den Schulen und den Auszubildenden, dass die Schulgeldfreiheit nun ein Stück näher rückt. Bisher haben sie die wichtigen Zukunftsaufgaben verschlafen. Jetzt sind sie aufgewacht und werden endlich aktiv, damit ein zentraler Nachteil der Ausbildung der Heilmittel- bzw. Gesundheitsberufe korrigiert wird und dass auch die Diskriminierung zu vergleichbaren Bildungswegen abgebaut wird in Hessen, meine Damen und Herren. So kommen wir nicht weiter ins Hintertreffen, da andere Bundesländer, wie gesagt, schon die Schulgeldfreiheit längst haben. Meine Damen und Herren, wir haben gekämpft, und nun scheint der Kampf sich auszuzahlen. Das ist gut so für alle, die diese Ausbildung anstreben, und für all diejenigen, die die Hilfe benötigen. Herzlichen Dank und Glück auf! Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Nächster Redner für die Fraktion der GRÜNEN ist der Kollege Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein guter Tag für die Gesundheitspolitik in Hessen. Ab dem 1. August 2020 schaffen CDU und GRÜNE und die Landesregierung eine Schulgeldfreiheit in Gesundheitsfachberufen. Das ist ein gutes Signal und ein wirksames Instrument gegen die drohenden Fachkraftmangel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Landesregierung fördert mit bis zu 5 Millionen € jährlich die Schulen für Gesundheitsfachberufe. Das betrifft die 8 Berufe Diätassistenz, Ergotherapie, Logopädie, medizinisch-technische Assistenz, Orthoptik, pharmazeutisch-technische Assistenz, Physiotherapie und Podologie. Und ich selbst hatte schon einmal einen Kreuzbandriss und weiß, wie dankbar ich dafür bin, dass es Physiotherapeuten gibt und dass es oftmals nicht einfach war, schnell einen Termin zu bekommen. Insofern bin ich froh darum, dass wir diesen Beruf attraktiver machen. Ein gutes Zeichen, dass wir die Schulgeldfreiheit herstellen in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, das ist von dem Inhalt intellektuell überschaubar. Wir machen mit diesem Gesetz eine Ermächtigung für die Landesregierung, eine Verordnung herzustellen darüber, wie es genau ausgestaltet wird. Das kann man schnell erfassen, das kann man auch schnell beschließen. Es führt zu dem guten Effekt, dass es natürlich für viele Auszubildende, die sonst bis zu 16.000 € Schulden hatten, aufnehmen müssen in den 3 Ausbildungsjahren, dass sie jetzt schuldenfrei diese Ausbildung absolvieren können. Das ist eine gute Sache. Dass die Opposition uns dafür lobt, dass wir das einbringen, freut mich. Aber, Frau Dr. Sommer, ich wundere mich über Ihre Überheblichkeit. Wenn Sie sagen, wir hätten da sehr lange für gebraucht und Sie mussten uns dafür vor sich hertreiben, Frau Dr. Sommer, dann müssen Sie auch einmal erklären, warum dem so ist. Und Herr Rudolph, auch Sie müssen das einmal zuhören, wie das so funktioniert hat. Die Bundesregierung, der Sie angehören, hat am 6. Juni letzten Jahres erklärt, sie wolle das bundesweit regeln. Der Gesundheitsminister der Bundesregierung, der Sie als SPD angehören, hat zugesagt, dass es eine schnelle Lösung gibt, bundeseinheitlich zu regeln. Nur weil die Bundesregierung, der Sie angehören, es nicht geregelt bekommt, geht das Land jetzt selbstständig und nimmt die Gelder in die Hand. Das ist die Wahrheit. Und wenn dem so ist, dass die Bundesregierung, der man selbst angehört, Frau Dr. Sommer, wenn man das selbst nicht auf die Reihe bekommt, dann aber auf CDU und GRÜNE in Hessen zu deuten, da hat man schon ein ernsthaftes Übersprungsproblem. Das muss man Ihnen mal ganz ehrlich sagen. Weil die Versäumnisse sind auf Bundesebene gemacht worden. Und würden wir jetzt nicht reagieren, würden wir doch bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Wann kommen Sie denn als Bundesregierung endlich einmal in die Püschen und halten Ihre Versprechen? Das sind doch luftleere Blasen, die Sie auf Bundesebene machen. Das ist doch Ihr Problem. Das ist Ihr Problem. Ich kann nur sagen, Frau Dr. Sommer und SPD, Nikolaus ist Kroko aus, weder das eine noch das andere stimmt. Keines Ihrer Versprechen ist das Papier wert, auf dem es gedruckt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das passiert bei dieser, ist bei jedem einzelnen Punkt durchzudeklinieren. Und wenn das Land abwartet und der Gesundheitsminister hat verhandelt, der hessische Gesundheitsminister hat damit verhandelt auf Bundesebene und darauf gewartet, dass es endlich die Mittel von Bundesebene gibt. Und sie gibt es von Bundesebene nicht. Dann sollten Sie sich als SPD nicht überheblich hier hinstellen und sagen, endlich kommt es aus Hessen. Na, freudigerweise kommt es aus Hessen, sonst wird immer noch nichts passieren. Und die Schuld daran trägt dann Ihre Bundesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das ist immer das psychologische Problem der Sozialdemokraten. Wenn sie etwas im Bund nicht hinbekommen, dann kommen sie nach Hessen, um hier den Beichtstuhl zu bedienen. Das fällt aber langsam auf. Der Redner stellt Unruhe im Saal fest. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, in meine letzte Minute. Wir stellen bis zu 5 Millionen € zur Verfügung, damit die Schulgeldfreiheit endlich hier greift. Wir würden uns freuen, auch später noch nachgeordnet, wenn die Bundesebene uns dabei finanziell als Länder unterstützt, damit wir nicht alles aus eigener Tasche zahlen müssen, weil das ist epochal wichtig, dass wir diese Gesundheitsfachberufe stärken. Aber die Bundesregierung und allen voran auch die SPD, die so tut, als ob sie damit nichts zu tun hätte, lässt uns in Hessen nämlich im Regen stehen. Das ist die Wahrheit. Danke schön. Vielen Dank, Herr Bocklet. Als nächstes hat sich die Abg. Böhm von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Moment mal, Frau Böhm, mal ein bisschen Ruhe hier. Frau Böhm hat das Wort. Ich danke Ihnen, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich kann Ihre Empörung durchaus nachvollziehen. Aber wir haben ja, und ich denke, ich möchte auch erst einmal in den Chor der Freudigen einsteigen. Es ist ja ein guter Schritt, und ich finde das auch schön, dass wir endlich das haben, dass die Heilmittelberufe, die Schulgeldfreiheit eingeführt wird. Wir wissen, Bildung muss für alle kostenlos sein, und hier ist ein richtig guter Schritt gegangen worden. Aber man darf durchaus daran noch erinnern, dass Sie im Juni letzten Jahres das noch ganz anders beurteilt haben. Herr Bocklet, Sie haben gesagt, Sie sind finanzpolitisch nicht verantwortlich, wollen einer einheitlichen Bundesregelung nicht vorgreifen. Und Frau Ravensburg hat vor einem Flickenteppich von Einzelregelungen gewarnt. Und dass das im Bund nicht stattgefunden hat, also da sind, glaube ich, ich glaube immer noch, es sind zwei Parteien in der Bundesregierung, machen eine Koalition. Und ich weiß jetzt nicht, es sind noch zwei, oder? Und ich glaube, der Gesundheitsminister ist nicht in der SPD, oder? Oder ist er übergetreten? Wir wissen nichts davon. Aber gut, Sie haben eingesehen, dass da nichts kommt von Bundesebene. Wir haben es Ihnen damals übrigens schon gesagt. Ich glaube, genau von diesem Pult her habe ich es Ihnen gesagt, dass nichts kommt. Aber wenn Sie es eingesehen haben, ist ja immer schön und gut. Und wir haben ja damals den Antrag eingebracht, SPD und Linke. Und es hat nur ein halbes Jahr gedauert, wo man sagen kann, Sie haben darauf reagiert. Finde ich eine tolle, gute Entscheidung. Und da kann man sagen, Rot-Rot wirkt. Auch in Hessen. Selbst im schwarz-grünen Hessen. Und ich kann Ihnen sagen, auch die Verbände wissen durchaus, wem sie das zu verdanken haben und welchem Druck sie das verdanken haben. Und das freut mich auch besonders. Und es freut mich ganz besonders, dass jetzt junge Menschen eine bessere Ausbildung machen können. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Demonstration hier im vor dem Hessischen Landtag, wo mehrere hundert von Ausgebildeten und Auszubildenden ihren Unmut gezeigt haben und das Bündnis Therapeuten am Limit deutlich gemacht hat, wie wichtig und wie notwendig das ist, und dann mit dem Fahrrad nach Berlin gefahren sind. Ich denke, es war ein echter Einsatz. Und es hat auch auf Bundesebene ein bisschen was bewirkt. Und ich denke, es hat in Hessen was bewirkt. Eigentlich eine gute Sache. Man sieht, Bewegung nützt was. Und das kann man allen nur empfehlen, sich zu engagieren und für ihre Interessen einzutreten. Und ich hoffe, dass das auch für andere Berufsgruppen dann auch eine Folge hat und auch für andere Anliegen, die diese Berufsgruppe noch hat, sowie die Überarbeitung der Ausbildungsinhalte, die so veraltet sind, dass die Therapeuten gleich nach dem Jobantritt erst einmal in die Weiterbildung gehen müssen. Und ich denke, das spricht nicht für gute Ausbildungsqualität. Aber warum hier? Es ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Ich denke, da ist auch die Hessische Landesregierung gefordert, tatsächlich Druck zu machen, dass dort einmal Ergebnisse zustande kommen. Und da wäre auch die Aufgabe des Sozialministeriums, hier endlich den Feuer unter dem Dings da zu machen. Sonst wird es unparlamentarisch. Ne? Ich glaube, es ist auch notwendig, unbedingt notwendig. Wir wissen ja, dass die Zahlen zurückgehen. Wir haben es aus unserer kleinen Anfrage. Es gibt Stagnation, aber auch Rückgang von Zahlen in einigen Jahren. Und es ist, die Bedarfe steigen. Wir haben eine älter werdende Bevölkerung, die braucht eher mehr Therapeutinnen und Therapeuten. Deswegen ist die Sache eigentlich unumgänglich und ich denke auch nur sinnvoll.
Ich denke, es sind weitere Punkte sind notwendig. Die Ausbildungsinhalte habe ich schon angesprochen. Aber es ist auch die Frage der Ausbildungsvergütung. Das reicht ja nicht. Wer kann sich schon erlauben, 3 Jahre lang eine Ausbildung zu machen, für die man kein Geld kriegt? Das ist nur für Leute möglich, die entsprechend einen familiären Rückhalt haben. Ich denke, da wären sicher mehr Dinge noch notwendig, die als die jetzt umgesetzt worden sind. Und ich denke, es gibt auch für andere Schulen gilt das ja auch. Warum sollen wir nur auf die Gesundheitsberufe gucken? Wir wissen, dass es Erzieherfachschulen gibt, die kosten teilweise im Monat noch 350 €. Also da wäre es auch notwendig, eine Schulgeldfreiheit einzurichten. Ich hoffe, dass das der nächste Schritt wäre. Wir müssen mal die Erzieherinnen und die Erzieher vor den Landtag bitten, dass sie die auszubilden, damit sie hier ordentlich Rabatz machen. Und vielleicht können wir dann im nächsten Jahr hier stehen und sagen, auch das haben wir geschafft. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Abg. Böhm. Als nächstes hat sich die Abg. Papst-Dippel von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Über die Schulgeldfreiheit für die in der Drucksache genannten Gesundheitsfachberufe haben wir im letzten Jahr schon hier gesprochen. Der steigende Bedarf an Heilmittelverordnungen wird hier wieder mit der demografischen Altersverschiebung und der steigenden fachlichen Komplexität der Berufsfelder begründet. Dass es schlüssig, aber nicht schlüssig ist, weshalb der Bedarf an Therapien und Heilmittelverordnungen bei Kindern steigt. Hier muss an anderer Stelle intensiv nach Gründen gesucht werden. Weiterhin wird auch die Schulgeldbefreiung nur ein Schritt in die richtige Richtung bleiben, wenn nicht grundsätzlich der Arbeitsalltag in den Praxen vor Ort deutlich attraktiver wird. Verordnungen sind zunehmend komplex geworden, und das Zusammenspiel zwischen der Heilmittelverordnung und den ausführenden Praxen kostet oft zusätzliche Zeit. Die überbordende Bürokratie und enorme Dokumentationspflichten gehen zulasten von ohnehin zu knapp bemessenen Therapiezeiten. Über die Leistungsvergütungen muss ebenfalls an anderer Stelle geredet werden. Dabei sagte mir neulich noch ein erfahrener Orthopäde, dass ein sehr hoher Prozentsatz seiner Patienten eigentlich z.B. in physiotherapeutische Behandlung gehört hätten. Auch das sollte an anderer Stelle diskutiert werden. Jedenfalls ist es klar, der Bedarf ist enorm. Zurück zum Gesetzentwurf, der mit einem einfachen Satz die Übernahme von Schulgebühren ermöglicht. Wie schon gesagt, das ist ein guter Schritt, und wir begrüßen ihn, sehen aber noch einige Unklarheiten. So ist nicht klar, was mit den enorm wichtigen und zwingend für den therapeutischen Bereich notwendigen Weiterbildungen passiert. Diese Weiterbildungen sind oft sehr teuer. Ich nenne einmal die zunehmend als wichtig erkannte Lymphdrainage, z.B. bei Lipödem oder zur Nachsorge von Operationen. Über diese Weiterbildung muss ebenfalls mehr geredet werden. Die Qualität der Behandlungen durch Weiterbildung kann nur gewährleistet werden, wenn entweder der Verdienst der Fachkräfte besser wird oder hier ebenfalls staatlicherseits Zuschüsse erfolgen. Ein weiterer Punkt der Problembeschreibung in der vorliegenden Drucksache wird deutlich bei der Beschreibung, dass wir über eine Schulgeldbefreiung von Schulen in privater Trägerschaft entscheiden. Private Träger sind gewinnorientiert, und hier würde ich gerne die Ausgestaltung der Inhalte entsprechender Verträge exemplarisch vorgestellt bekommen. Darüber sollte die Frage stehen, ob es nicht sinnvoll wäre, mehr staatliche Ausbildungsplätze zu schaffen. Und diese Überlegung wird sogar noch dringender, wenn wir die zunehmenden Schließungen von Krankenhäusern mit in die Diskussion nehmen. Die Ausbildung nah an der stationären Versorgung hat enorme Vorteile für angehende Behandler. Man begleitet Patienten durch alle möglichen Phasen und Entwicklungen ihrer Beschwerden und lernt je nachdem auch den Betrieb einer angegliederten ambulanten Praxis kennen. Mir ist nicht klar, wie drohende Krankenhausschließungen hier die Ausbildungskapazitäten und auch die Qualität von Ausbildungen beeinflussen könnten. Auch dazu fehlen mir noch wichtige Informationen. Wie schon mehrfach gesagt, halten wir die Übernahme der Schulgebühren für einen guten Schritt. Sie muss allerdings kritisch begleitet werden, und die sich ergebenden Fragen müssen zum Wohl der Patienten schnellstmöglich geklärt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Abg. Papst-Dippel. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Mir wurde signalisiert, dass Herr Promny seine Rede zu Protokoll geben will. Dann machen wir das so. Dann ist die erste Lesung abgehalten, und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Dann hat der Staatsminister Klose das Wort. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich würde aber gerne. Das ist ja ein Gesetz, bei dem es offensichtlich einen großen Konsens gibt. Liebe Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf wird die Grundlage dafür schaffen, dass wir die Ausbildung der Gesundheitsfachberufe in Hessen einheitlich regeln können, dass wir die Schulgeldfreiheit umsetzen können, so wie wir es im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und das ist ein ganz hervorragender Schritt, besonders für die Betroffenen. Weil der Status quo sieht ja folgendermaßen aus. Es gibt einen Teil der Gesundheitsfachschulen, der mit Krankenhäusern kooperiert. Dann werden die Ausbildungskosten über das Krankenhausfinanzierungsgesetz getragen. Die meisten Schulen aber sind eben in privater Trägerschaft, und sie finanzieren sich alleine über die erhobenen Schulgelder. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass das Schulgeld in hessischen Berufsfachschulen die Attraktivität dieses Berufsfelds mindert. Und das in einer Zeit, in der wir gerade bei den Gesundheitsberufen einen eklatanten Mangel haben. Und deshalb trägt dieses Schulgeld dazu bei, dass die Zahl der Absolventinnen und Absolventen in den Gesundheitsfachberufen viel zu gering bleibt. Die Kosten für eine dreijährige Berufsausbildung können durchaus fünfstellige Summen erreichen. Und es ist verständlich, dass dadurch ein Anreiz geschaffen wird, die Ausbildung in einem anderen Bundesland zu absolvieren. Und deshalb besteht hier dringender Handlungsbedarf. Und jetzt fragen wir uns einmal, wie es jetzt wirklich war. Es gab ja jetzt verschiedene Erzählungen, wie auch immer. Es gab eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Diese Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat Eckpunkte für ein Gesamtkonzept Gesundheitsfachberufe einschließlich deren Finanzierung erarbeitet. Und dieses Konzept sollte in erster Linie auf vorhandene Finanzierungssysteme zurückgreifen, weil Bund und Länder nämlich wollen, dass es eine Gesamtlösung gibt, die auch die jetzige Zuständigkeitsverteilung und die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes und der Länder berücksichtigt. In anderen Berufsgesetzen, beispielsweise im Krankenpflege-, Hebammen- und im Pflegeberufegesetz, konnte ja bereits eine Schulgeldfreiheit im Krankenhausgesetz verankert werden. Diese Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen, die wir dann jetzt heute ermöglichen, ist nicht nur ein wichtiges und politisches Zeichen der Notwendigkeit und Anerkennung der aufgezeigten Berufe, sie stärkt auch die Chancengleichheit. Und sollte eine Finanzierung über das Krankenhausgesetz und durch den Bund nicht möglich sein oder zustande kommen, dann übernimmt das Land das in Form einer Förderung der Schulträger. Das ist genau das Modell, das sich in anderen Ländern schon positiv bewährt hat. Und deshalb wäre es auch für Hessen gut umsetzbar. Sobald also zwischen Bund und Ländern abschließend Einigkeit über die Verteilung der Finanzierung erzielt worden ist, können wir die entsprechende Rechtsverordnung zur Schulgeldfreiheit erlassen. Ich freue mich darauf, und da es ja alle gewesen sein wollen, Sie sich sicher auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Dann sind wir jetzt am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20/2082 in den SIA zur Vorbereitung der zweiten Lesung.